Ich möchte da drin schwimmen ohne Spermium. Meine Ohrfeige geht an. Es geht zur Sache. Paul Janke. Hi. Senkt das Niveau noch weiter. Und wird Evelyn doch noch klug? Ich habe sehr Angst vor Wahrsagerinnen. Die können auch einen verfluchen. Willkommen bei Bachelor in Paradise. Die sind richtig hart am Rumlecken, Mann. Hör auf hier zu spannern, das ist kein Live-Porno. Ich dachte, ich wäre doch der König der Welt. Kurzer Einwurf. Denken ist halt einfach nicht Olivers Stärke. Und du bist hier im Pool und machst einen auf Free Willy. Free Willy? Was? Ich möchte da morgen aber noch drin schwimmen ohne Spermium. Saskia? Was hat denn Saskia jetzt schon wieder gemacht? Dass sie so die ganze Zeit saß und ich nur freundlich gesagt habe, dass sie die Beine übereinander oder überschlagen soll, weil ich sehen kann, dass sie so eine Netzunterhose schon nur anhat. Erstens, wenigstens hat der Saskia untenrum mal überhaupt irgendwas an. Zweitens, ich finde, sie kann Michaela Schäfers Abendkleid sehr gut tragen. Und drittens, Carina, du hast doch gesagt, sie würde untenrum irgendwie nach Fisch riechen. Jetzt weißt du auch warum. Sag mal, was hängt denn da? Preisliste? Ich muss halt sagen, ich war so ein bisschen voreingenommen, weil ich halt diese Story gehört habe mit dieser Escort-Sache. Also ihr verkauft zum zweiten Mal eure Seele an RTL, aber Escort ist schlimm. Alles klar. Wenn ich den Mann 10-mal date und dann passt es nicht, dann ist das für mich so 10 Dates eigentlich so ins Meer rausgeschmissen. 10 Dates? Oder wie es bei uns YouTubern heißt, YouPorn. Hi! Endlich ist der einzig wahre Bachelor am Start, Paul Janke. Warte mal. Ohne Scheiß, ich wusste es. Naja, also Paul hat das auf Philipps Date Pam abgesehen. Aber Achtung, so leicht wird das nicht. Pam, ich weiß, dass Paul auf dunkelhaarige Frauen steht. Schön für Paul. Ich würde es ablehnen, aber weil er mich auch nicht interessiert. Ich nehme Pam. Ja, ich nehme es mal an. Prösterchen? Prösterchen? Ja, was wollen wir denn Sportliches machen, Jo? Sportliches machen. Was? Philipp wartet derweil auf Pam. Schöne Tittensuppe hier, ne? Sag mal, ist Philipp jetzt eigentlich eine gute Partie? Alle stehen auf ihn. Also er war früher mal Polizist. Schön die Karriereleiter hoch. Und jetzt ist er Influencer. Ein absoluter Karrieresprung ins Jenseits. Carina, dass sie jetzt... Warte ganz kurz. Carina war ihr Name, ne? Carina scheint das Piep egal zu sein. Philipp flirtet, was das Zeug hält. Ich bin ja voll so ein Asien-Fan. Asien hört sich gut an. Ich musste gerade auch erst mal die anderen fragen, wo Vietnam liegt, weil ich habe erst an Venedig gedacht. Die Kultur und... So Kultur interessiert mich einfach gar nicht. Ich gehe auch in kein Museum. Buddhismus und alles ist schon irgendwie so, muss ich sagen, es lohnt sich damit zu beschäftigen. Mhm. Schnell ablenken. Aber bist du so gläubig? Nee. Wie auch immer. Amen. Und auch Caro hat es auf ihn abgesehen. Ich würde sagen, jetzt ist mein Kopf völlig verdreht. Bei Caro also alles wie immer. Apropos nichts im Kopf. Paul wittert seine Chance. Heute vergeben nämlich die Frauen ihre Rose. Welche ist also verzweifelt genug? Ist die wirklich für mich oder hast du die schon jemandem anderen geschenkt? Dankeschön. Gerne. Ein Klassiker, das Wichstuch-Origami. Okay, was ist das? Das lag auf meinem Bett, ey. Wir zwei, das ist alles, was ich will. Ich liebe dich. Ich will wissen, wer das war. Jemand, der einen Zettel und einen Stift hatte. Na, bei der Menge an Rechtschreib- und Grammatikfehlern könnten es jetzt natürlich alle sein, aber... Und am Ende... war es einfach nur Domenico. Der Genie! Wir wollten einfach euch mal ein bisschen zum Nachdenken bringen. Um mal zu schauen, wie sowas aussieht. So schade, dass Amo in den Kopf und nicht ins Herz unseres Traumpaares Domenico und Evelyn getroffen hat. Ich habe sehr Angst vor Wahrsagerinnen, weil ich gehört habe, die können auch einen verfluchen. How many children I become? You are geistig noch eins, but you become, wenn ihr euch beeilt, part of the Sommerhaus der Stars. Ey, so doof kann doch echt niemand sein. Ich bin auch noch da. Hallo? In der spannendsten Nacht der Russen kommt es zum absoluten Eklat. Marvin muss gehen. Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Freunde, Marvin, hier ist ein Best-of. Ich bin hier, um mich zu zeigen. Ich werde dieses Mal viel offensiver auf die Frauen zugehen. Glückwunsch zu diesem neuen Rekord an Screentime, Marvin. Nachdem Oliver die Caro in seiner Staffel versetzt hat. Tja, Olli. Meine Rose geht an Sebastian. Rache ist wasserstoffblond mit schlecht gefärbtem Ansatz. Dann kommt noch Jelis. Meine Ohrfeige geht an Johannes. Auch Harry Potter für Arme hat eine Rose. Keine Sorge, natürlich hat auch der einzig wahre Bachelor eine. Rose. Jack. Rose. Jack. Ich verlose heute Evelyns Zukunft. Also nichts. Dafür einfach das Video liken, teilen und einfach in die Kommentare schreiben. How many children I become? Hier live aus Portugal alles zur legendären ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal natürlich mit Notification-Glöckchen. Ciao.